Hallo und herzlich willkommen zurück, mein Lieben, zu Octopath Traveler. Genau, in der letzten Aufnahme haben wir ja das zweite Kapitel und vor allem auch das letzte zweite Kapitel erfolgreich abgeschlossen, also sprich von Hanet. Wir haben Natalia kennengelernt, die eine Freundin, also anscheinend eine Freundin von Santa ist. Und wir haben noch gegen einen Zwischenboss gekämpft, der jetzt irgendwie so ein Riesenbaum war. Und des Weiteren haben wir auch, nachdem wir den Herrn des Waldes besiegt hatten, der ja in Form eines Hirschen war, besiegt hatten, haben wir ja auch im Gespräch von Natalia erfahren, dass es eine Hexe gibt, die Susanna heißt. Und sie ist momentan die einzige Hoffnung, dass sie Santa wieder retten kann. Denn wir haben ja nach dem Bosskampf im Wald am Ende des zweiten Kapitels ja auch gesehen von Hanet, dass wir zwar Santa gefunden hatten, aber er wurde von irgendeiner Kreatur in Stein verwandelt. Und ich habe ja gesagt, dass da, also es ist nur eine reine Vermutung, dass das eventuell eine Medusa war. Weil ich kenne keine andere dämonische Kreatur, die irgendwie Lo Menschen oder halt Lebewesen in Stein verwandeln kann. Also ich kenne da jetzt nur die Medusa. Aber naja, okay, schauen wir mal, wie sich das jetzt so entwickelt. Und ja, jetzt geht es los. Ah ja, ich habe ja hier in Stein gerade jetzt letztens, nee, nicht letztens aufgehört. Denn ich habe ja hier noch, wie man jetzt auch sehen kann, Alphen und Tressa jetzt gelevelt. Also Alphen habe ich jetzt nur 2 Level trainiert und Tressa insgesamt 4 schon. Aber das ging relativ flott bei den stärkeren Gegnern, die jetzt auch mehr Erfahrungspunkte und auch mehr Goldmünzen mir geben. Man sieht es ja, ich habe 170.000, also ja. Es läuft. Ah ja, und dann habe ich offscreen in Steinkrat mit Tressas passiven Fähigkeit die Sachen gekauft, die jetzt ein bisschen zu niedrig waren mit der passiven Fähigkeit von Therion, aber ihr kennt ja die Leier schon. Und ich würde mal sagen, dass ich jetzt hier Alphins drittes Kapitel jetzt anfange. Es geht los. Ach ja, und der Bernie hat gesagt, ich kann auch diese Option auswählen, eine Geschichte für einen anderen Tag. Dann kann ich nämlich erstmal in Ruhe Sachen angucken und so weiter und so fort. Aber die meisten Sachen sind ja hier schon. Ja. Okay, erkundigen kann ich noch. Einstiger Söldner, 43 Jahre alt, ein Söldner aus adliger Familie. Einst wurde er gegen seinen Willen in einen Krieg verwickelt, in dem viele seiner Kameraden fielen. Obwohl er den Hass in seinem Herzen nicht ganz vertrieben kann, lässt er sich davon nicht beherrschen und hat in seinem Leben einen neuen Weg eingeschlagen. Oh, ein verbogenes Objekt. Ich vermute mal irgendwo auf der linken Seite. Oder auch nicht. Moment mal. Ich bin ja gerade hier. Alter Mann, 66 Jahre alt. Ein alter Mann, der seinen Lebensabend in dieser Stadt verbringt. In seiner Jugend war er voller Energie und unterrichtete die Städter und seine Enkelin in der Kunst der Selbstverteidigung.
Nun, wo er in die Jahre gekommen ist, ist er zu solchen Aktivitäten nicht mehr in die Lage, was ihn irgendwie traurig macht. Mühelos herausfordern. Okay. Ja, die meisten habe ich ja hier schon einmal gemacht. Ich guck mal, ob man hier wieder neue Sachen kaufen könnte, die aber auch mal was bringen. Hm, der Kriegshammer wäre nicht schlecht. Na, Elementarangriff sinkt, aber dafür steigt der Angriffswert enorm und der Crit, der steigt auch ein bisschen. Ja, ich kaufe den einmal für Alfen. So. Passt schon. Das... Die stehende Bandane wäre auch für Alfe nicht schlecht. Da sinkt der Elementarverteidigungspunkt ja nur um 1. Aber dafür steigt etwas höher die physische Verteidigung und Ausweichen. Ja. Jetzt peppe ich Alfin nochmal richtig gut auf. Finde ich sehr gut. Okay. Ich guck nochmal kurz bei allen Leuten nochmal kurz. Weil es gibt ja auch manche NPCs, die neu hinzugefügt wurden, nachdem man ein Kapitel abgeschlossen hat, laut Bernie. Bruder des Künstlers, 14 Jahre alt, der jüngere Bruder eines Landschaftsmalers. Selbst als sie noch unter dem Joch ihres gewalttätigen Vaters standen, folgte sein älterer Bruder seiner Leidenschaft des Malens. Und jetzt wünscht sich dieser Junge nichts sehnlicher, als seinem Bruder zur Seite zu stehen und ihn glücklich zu sehen. Das ist doch wunderschön. Muss ich mich heilen? Nö. Gut. Hier ist auch nichts. Also ich mache mir jedes Mal die Arbeit, ne? Und guck mich ganz schnell um, ob da irgendwelche Leute neu dazugekommen sind. Nate, 9 Jahre alt, ein Junge, der in der Stadt lebt. Bis vor einem Jahr war er still und schüchtern. Als er Emil und Daryl kennenlernte, wurde er jedoch sehr viel sozialer. Von seiner verschlossenen Persönlichkeit blieb kaum etwas. Ja, wenn man ein bisschen offener und selbstbewusster wird, dann ist das doch sehr gut. Nee, da gehe ich nur wieder zu einem Dungeon-Gebiet. Apropos, da fällt mir noch gerade etwas ein. Ich hatte ja vor ein paar Parts erwähnt gehabt, dass ich, bevor ich Kapitel 4 anfange, die ganzen Nebenaufgaben machen wollte. Ja, scheiße. Ich habe daran nämlich nicht gedacht, weil Bernie hat mir nämlich gesagt, selbst in Kapitel 4 und auch nach Kapitel 4 erscheinen ja auch nochmal Nebenmissionen, also Nebenaufgaben. Und da habe ich mich jetzt entschieden, ich mache erstmal Kapitel 4 dann zu Ende. Ach, hier war das versteckte Objekt, lol. Okay. Also nur, dass ihr Bescheid wisst. Also ich werde Kapitel 4 auch noch ganz normal machen und nach Kapitel 4 werde ich erst... Also bevor ich die optionalen Sachen mache, werde ich dann erst die ganzen Nebenmissionen machen. Bevor ich da die optionalen Dungeon-Gebiete mache, die optionalen Bosse, die es dann noch gibt und den optionalen Endboss. Genau. Gütiger Kleriker, 42 Jahre alt, ein sanfter Priester mit guten Manieren, der sehr beliebt ist. Er begrüßt die Menschen stets mit einem Lächeln.
Übeltätern gewährt er hingegen keine Gnade und ihm ist jedes Mittel recht, um sie zu eliminieren. Verborgenes Objekt. Irgendwo hier im Zimmer. Genau da. Anringende Pflaume M. Wunderbar. Ja. Gut, dann haben wir das auch. Ja. Moment mal. Ich könnte ja eigentlich, auch jemanden wieder führen. Ja, zum Beispiel der Ardante-Ritter. Jawohl. Perfekt. Ja, sonst kann ich jetzt mit dem dritten Kapitel von Alfin beginnen. Naja, dann lasse ich mich mal überraschen. Warum geht das jetzt nicht? Oder muss ich mich hier porten? Um das zu aktivieren. Hä? Warum geht das denn jetzt nicht? Oder muss ich jetzt mal in einem komplett anderes Gebiet wieder reisen und dann wieder zurück? Mal gucken. Hä, wieso geht das denn jetzt nicht? Oder muss ich das hier irgendwo aktivieren? Oder muss ich im Wirtshaus das aktivieren? Ja, werde ich ja gleich herausfinden. Ich meine, dass das der Bernie mir letztens auf Discord auch aufgeführt hatte, aber ich habe es ehrlich gesagt wieder vergessen. Ich guck einfach mal nach. Ach hier, Geschichte lauschen, okay. Das ist abgeschossen, okay. Okay, Kapitel 3 von Alfin. Ja, okay, empfohlene Stufe 32, er ist jetzt 31, aber um ein Level macht's, glaube ich, jetzt auch nicht aus. Hoffe ich zumindest. Als du in Heiligenbrück ankommst, siehst du einen Mann und einen Apotheker miteinander sprechen. Ob es sich dabei um ein zufälliges Ereignis handelt oder nicht, wird sich noch herausstellen. Okay. Was bisher geschah? Die tödliche Krankheit der Goldstatte heimgesucht hatte, war letztens Endes nichts anderes als ein Schwindel Vanessas, einer Quacksalberin, die sich auf Kosten ihrer Patienten bereicherte. Aber Alfin setzte ihrem hinterhältigen Treiben ein Ende und heilte die Menschen aus reiner Herzensgüte. Du warst immer mein Held, ein unerreichbares Vorbild, aber ich will verdammt sein, wenn ich dir nicht täglich ein Stück näher komme. Nachdem er das Leid und die Schmerzen so vieler gelindert hatte, machte Alfin sich mit neuer Zuversicht nach Heiligenbrück auf. Er wusste nicht, was ihn erwarten mochte. Das werden wir jetzt erfahren. Oh, das hört sich aber böse an. Miguel.
Oi, hey, can you spare a scrap of food for a poor soul? As you can see, the snicks left me too injured to stand. Show it to me. The wound festers. If it isn't treated, you'll be dead before the next sunrise. What? You're one of them apothecaries, is that it? What's it to you? Bloody hells, put the gods smile on me. Treat my wound, and you can name your price. Before that, answer me one thing. Of course, ask me anything. Afraid you're out of luck, friend. Your life isn't worth saving. Wait, wait, have some mercy! She can't just leave a man to die! Hold it, hold it, hold it! You're an apothecary, ain't you? How can you leave a man you examine to suffer? And who in the hells are you? Name's Alfin, and despite appearances, I'm a traveling apothecary myself. A fellow druggist, is it? Well, listen up. I'm a free man with the right to choose my patients. What's that supposed to mean? It means just what I said. Some lives aren't worth saving. Also, das ist echt die falsche Denkweise. Who does that jackass think he is? You're an apothecary too, you said? Sure am. And one who doesn't discriminate when it comes to those in need. Let me see that wound. Much obliged. You're lucky I showed up when I did. There. That should give you a fighting chance. But you ain't out of the woods yet. You'll need plenty of rest till it heals up. Here, lean on me. You're far too kind. Thank you. The name's Alfin. Just doing my job. Thank you. Danke, Alfin. Ich heiße Miguel. Du hast mir das Leben gerettet. Nicht der Rede wert. Ruhe dich einfach aus. Ich schaue später noch einmal mit etwas Proviant vorbei. Wie ich hörte, sollen die Trauben in dieser Gegend eine beliebte Speise sein. Als Getränk noch beliebter, wenn du verstehst, was ich meine. Hehe. Tut mir leid, dir das sagen zu müssen, aber nicht in deinem Zustand. Wir können aber ein Gläschen trinken, wenn deine Wunde verheilt ist. Abgemacht? Aye. Ja, das gefällt mir. Ein guter Mann. Oh, da krummelt irgendwas. Oh. Ach je, ich habe auch noch nichts gegessen. Ach so, das war sein Magen. Okay. Okay. Mit leerem Magen soll man keine Medizin anrühren. Ich sollte einen Blick ins Wirtshaus werfen. Ja, in der Tat. Das ist eine gute Idee. Hm. Also wirklich. Wie kann er den armen Mann nur dem Tod überlassen? Das ist eine gute Frage. Ein Mann, der Kranken und Leidenden den Rücken kehrt, hat kein Recht, sich Apotheker zu nennen. Wenn doch nur mehr Menschen so wären wie ihr. Wisst ihr, unter Händlern gibt es ein Sprichwort. Nimm keinen Lohn, wenn du einem Reisenden in Not hilfst. Hm? Nicht einmal die Händler berechnen etwas, wenn es darum geht, Menschen zu helfen, die in der Klemme stecken. Also sowas. Ihr Händler seid wohltätiger, als es den Anschein hat. Solltet ihr also jemals Probleme haben, dann wisst ihr ja, wo ihr mich finden könnt. Ach, Tress, ihr seid zu gütig. Ja, ja.
immer diese Rumschleimerei. Nochmal ein Reisegeplänkel. Uiuiui, jetzt geht's ja aber ab, ey. You mustn't push yourself. Vielleicht könnte ich mich an eurer Stelle um Miguel kümmern. Das wird nicht nötig sein. Er braucht zwar noch Ruhe, ist aber über den Berg. Eine weitere Pflege ist nicht nötig. Ich bin erleichtert, das zu hören, aber trotzdem. Er wurde so schwer verwundet. Gab es denn niemanden, der sich um ihn kümmern konnte? Das kann ich nicht sagen, aber gewiss hätte er viel früher einen Apotheker aufsuchen sollen. Nun, es war in der Tat ein Segen für ihn, dass ihr ihn gefunden habt. Von der Flamme geführt, was? Wenn er wieder aufwacht, wären wohl ein oder zwei Lobreden angebracht. Ah, da wir gerade von Getränken sprechen. Vielleicht sollte ihn jemand im Auge behalten, sonst versucht er sich noch an Bier oder Met. Wahrhaftig, da habt ihr wohl recht. Ja, ja.